Hallo und willkommen. Heute möchte ich euch den BTC-Ticker vorstellen. Das ist ein kleiner Raspberry Pi Zero mit einem Display drauf und dieses Display aktualisiert jeweils, wenn ein neuer Block kommt. So, auf diesem Display kann man hier auf diesen kann man zum Beispiel sehen die Blockzeit. Der durchschnittliche Zeitdauer pro Block, der letzte Block, wann er gemeint wurde, und halt die Satoshis-Fees, die noch in der Pipeline sind. So, dann halt ein Dollarwert, Satz pro Dollar, Satz pro Euro, und hier ist zum Beispiel Euro angezeigt und ein Chart. Da gibt es die Möglichkeit, das auf einen Tag, 7 Tage oder 30 Tage einzustellen oder auf Dollar. Oder es gibt auch noch andere Ansichten dazu. Die kann man umschalten über diese Buttons hier. Das ist dann 1, 2, 3, 4, die man verstellen kann. So. Man kann auch mit einer INI-Datei bestimmte Parameter setzen, dass jetzt nur Dollar angezeigt wird oder halt das Display weiß ist anstatt schwarz. Hier ist zum Beispiel mal das Ganze in weißem Display und mit einem Gehäuse drumherum. So, das Projekt kommt vom Holger aus unserer Community. Der hat dazu eine Seite erstellt, und zwar btc-ticker.com. So, hier hat er die grundlegenden Informationen zusammengestellt. Was ist es? Die GitHub-Seite, da kommen wir gleich noch zu. Dann ein paar Bilder zu dem Aufbau. Hier ist der bei dem Bestellwarenkorb, sage ich mal, ne? Also das Paperhead, den Raspberry Pi Zero, die Power Supply, ein SD-Card, alles direkt von einem Lieferanten, also sehr einfach zu bestellen. So, hier ein paar Infos zum Ticker selber, den Aufbau, die Ansichten, die Informationen zu den Ticker, die Buttons, was für Funktionen sie haben, das Umschalten und hier nochmal die Config-INI, wo man das Ganze parametrieren kann. Ja, so, das zeige ich euch alles gleich, aber zuerst gehen wir mal einmal zu einem Video. So, hier liegen jetzt alle Komponenten, die ich für den BTC-Ticker benötige. Und zwar den Raspberry Pi Zero. Der hat hier einen Anschluss Micro-USB für Spannungsversorgung, Netzteil. Und hier ist der SD-Karten-Slot. Die SD-Karte kann eine relativ Standard, also eine Standard sein, 32 GB oder halt 16 GB reichen auch locker. Dann hier das Netzteil. Wie gesagt, es muss Micro-USB hier haben. Und hier haben wir das 2,7-Inch Paperhead, E-Paperhead. Ja, und wer will, kann halt noch ein Case dabei nehmen. Gibt es auch mittlerweile in verschiedenen Farben. So, zusammenbauen ist relativ einfach. Man steckt einfach nur das Display hier auf den Raspberry Pi. So, und dann habe ich da noch den SD-Karten-Slot. Den muss ich natürlich gleich erst beschreiben. Das zeige ich euch. Und dann kommt er einfach nur hier rein. Und dann wird hier das Netzteil angeschlossen. Das probieren wir mal. So, die Komponenten haben wir jetzt gesehen. Jetzt fangen wir an mit dem Projekt. Und zwar gehen wir auf diesen Link von GitHub. So, hier ist die GitHub-Seite vom Holger und hier steht nochmal auch diverse Informationen dazu und auch eine Anleitung. Hier ist nochmal die Einkaufsliste. Und was wir brauchen hiervon jetzt als erstes ist halt praktisch diese Download-Datei. Das ist das Image für die SD-Karte. Die klicken wir einmal an und laden wir runter. Sobald die runtergeladen ist, schreiben wir die SD-Karte und zwar mit einem Tool. Das suchen wir uns noch. Das ist Balena Icha. Da haben wir ihn schon. So, können wir direkt Balena.io und da gehen wir jetzt drauf. So, hier haben wir dieses zum Flashen der SD-Karte.
Tool. Das laden wir auch einmal runter. So, und wenn das fertig ist, installieren wir das einmal und dann zeige ich euch, wie man die SD-Karte schreibt. So, er ist fertig. Jetzt installieren wir das einmal. Gehen wir auf Ja, annehmen. Installation läuft. Bitte warten. Und so, und fertig ist das Tool zur Installation. So, der Download ist jetzt mittlerweile auch fertig. Das Image ist da und das ist nochmal die Software, die wir jetzt hier haben. So, als erstes stecke ich mal die SD-Karte rein. So, die SD-Karte ist eingesteckt. Er zeigt es mir auch an, dass er ein Laufwerk erkannt hat. Hier zeigt er mir das noch nicht an, deswegen schließe ich die Software nochmal einmal und öffne sie erneut. So, jetzt weiß er schon, wo er es hinflashen soll, aber ihm fehlt noch die Information, wovon oder was für eine Datei. Dazu gehen wir auf Desktop und da haben wir dieses Image GZ. Okay, öffnen und sagen flashen. Auch schon, jetzt flasht er die SD-Karte. Das dauert einen kleinen Moment. Wenn ihr Probleme bekommt, nach dem Flashen oder wenn die SD-Karte irgendwie nicht erkannt wird oder so, dann macht Folgendes. Geht auf Dienst, nee, Verwaltung, Computerverwaltung. Und da findet ihr Datenträgerverwaltung. Und dazu zeige ich euch jetzt ein kleines Video. Wenn man mal Ärger hat mit einer SD-Karte, kann man hier unter Computerverwaltung, unter Datenträgerverwaltung sich mal einmal anschauen, wie sie halt partitioniert ist, die SD-Karte. Die findet man anhand der Größe. Und man kann sie frisch aufsetzen, indem man alles einmal runterlöscht und dann ein neues Laufwerk schreibt. Das mache ich jetzt mal. Einmal rechte Maustaste, Volumen löschen. Ja, einmal löschen. Das gleiche hier mit der fehlerfreien primären Partition, hier Volumen löschen. Ja, jetzt sollten wir ein großes Volumen haben, das nicht zugeordnet ist. Das kann einem auch mal passieren, wenn man eine nagelneue kriegt, dann ist die nicht formatiert. Das ist nicht ganz unmöglich, hatte ich schon mal. Und dann hier auf neues, einfaches Volumen geht man weiter. So, einfach so die Einstellungen lassen, wie sie sind. Weiter, das kann man alles so lassen, weiter und dann fertigstellen. Und dann hat man sozusagen eine neue, einfach partitionierte SD-Karte und die sollte wieder funktionieren. So, er hat jetzt SD-Karte fertig geflasht. Dann können wir dieses Programm jetzt hier schließen. Wir gucken einmal kurz drauf. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Das heißt, wir müssen einmal kurz die SD-Karte rausnehmen und stecken sie wieder neu rein und schauen, was dann passiert. Jawohl, jetzt hat er eins gefunden, aber er sagt mir auch, es liegt ein Problem mit dem Laufwerk vor. Das liegt daran, weil das eigentlich Linux-Laufwerk ist. So, wir können es aber sehen bei Windows und das ist da drauf. Ja, jetzt geht es darum, dass wir eine Textdatei schreiben und zwar um den Wi-Fi einzustellen. Die Meldung muss euch nicht irritieren, lasst ihn ruhig mal machen. So, wir gehen nochmal zurück zu GitHub und das hat der Holger hier ganz gut geschrieben in dem Bereich. Das nehmen wir uns einmal und kopieren das in die Textdatei rein. So, wir machen hier die Textdatei, eine ganz normale Textdatei. Wir nennen die gleich um. So, nochmal mal kurz schließen. Und was steht hier? Wie muss die heißen? So muss die heißen. BA bei Config. So, und das TXT muss dahinter auch weg. Wenn ihr das noch nicht habt, ja, möchten wir trotzdem, so soll die heißen. Dann, wenn ihr das noch nicht seht, hier als Hinweis, ihr geht hier unter Ansicht, Optionen, Ansichten und Erweiterungen bei bekannten Dateitypen
ausblenden, deaktivieren, weil sonst hättet ihr dieses Conf oder dieses TXT nicht gesehen. So. Per Doppelklick könnt ihr die Datei aber trotzdem öffnen. Ihr könnt hier eine Anwendung aussuchen. Hier ist der Editor. Ich sage nicht dauerhaft öffnen. So, und jetzt hat sich's geöffnet. Jetzt müsst ihr alles, was hier diesen rechteckigen Klammern ist, einmal austauschen gegen die Realwerte. Der Country Code hier bei uns ist DE für Deutschland. Das Wifi ist zum Beispiel SSID, was ihr bei euch habt, und das Passwort müsst ihr austauschen gegen wie auch immer euers hier ist. So, danach macht ihr Speichern, Schließen und geht einmal zu diesem Laufwerk, den SSD-Karte, das hier der Boot ist, das ist der hier. So, und dann macht ihr nichts anderes, als dass ihr das einmal da rein kopiert. So, das hat er jetzt hier drin. Und dann schließen, SD-Karte rausnehmen und in das Gerät einmal reinstecken und einmal Netzstecker anschließen. So, hier habe ich jetzt den Raspberry Pi mit dem Display in Kleinformat. Steckt die SD-Karte hier rein. Ups. So. Und dann kommt der hier an die Spannungsversorgung. So, jetzt müsste der eigentlich ein bisschen rumblinken, ja, und jetzt warten wir mal. So, wir haben jetzt mindestens 5 Minuten gewartet und jetzt hat er sich eingestellt. Ja, er zeigt alle wichtigen Daten und man kann auch umschalten. Man muss einmal draufdrücken und dann ist aber etwas verzögert. Ich weiß nicht, woran es liegt, das Display. Es wird da auf jeden Fall dran gearbeitet. So, das ist jetzt mal so eine Umschaltung. Jetzt macht er hier auf 7 Tage. So ein kleiner Bug drin. Er zeigt noch die gleiche Prozentzahl. Aber wie gesagt, das ist ja ein ganz junges Projekt und daran arbeitet der Holger auf jeden Fall. Ja, ich zeige euch jetzt noch, wie ihr die INI-Datei bearbeiten könnt, um halt eine andere Schrift oder eine andere Farbe einzustellen. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe euch ja versprochen, euch zu zeigen, wie ihr die INI-Datei bearbeiten könnt. Und zwar müsst ihr dafür natürlich Zugriff auf den Raspberry Pi bzw. den BTC-Ticker bekommen. Und das geht per WLAN. So, um darauf zugreifen zu können, muss man natürlich erstmal die IP-Adresse wissen. Dafür habe ich mal was vorbereitet. Bei mir ist das die Ansicht von meiner Fritzbox und da steht unter WLAN Funknetze jetzt praktisch die IPs, die vergeben sind für die Teilnehmer. Unter anderem gibt es da einen, der nennt sich Raspberry Pi und der hat diese IP-Adresse. Die müssen wir verwenden, um darauf zuzugreifen und das geht jetzt wie folgt. So, man geht auf CMD, um die Eingabeaufforderung zu öffnen. So. Und da gibt man jetzt ein SSH-Admin at 192.168.178 und dann diese 48, die wir da haben, drückt Enter. So, und jetzt fragt er nach dem Passwort. Das Passwort ist BTC-Ticker. Das zeige ich euch nochmal, wo ihr das auch findet. Also ihr geht entweder über btcticker.com oder halt und dann diesen Link zu GitHub. Oder halt direkt zu GitHub. So, und hier findet man jetzt weiter unten. Wir schauen mal einmal kurz. So, da müsste es gleich kommen. Change Passwort. Das ist das Standardpasswort. Das müssen wir gleich eingeben. BTC Ticker. Und hier steht auch gleich, wo wir die Config, die bearbeiten wir gleich. So, wir gehen nochmal hier zurück. Und sagen jetzt BTC Ticker als Passwort, drücken Enter. So, das dauert. Jetzt sind wir drauf. Jetzt sind wir auf dem Raspibitz drauf und jetzt können wir diese Config-INI-Datei bearbeiten. Dazu schreiben wir dieses hier: nano config.ini. Enter. So, jetzt zeigt er uns die INI-Datei an davon.
Und hier ist zum Beispiel jetzt Fiat vorgewählt. Das sind diese Parameter, die man hier einstellen kann. Man kann hier mit dem Pfeiltaste nach unten, dieses mit den Rautezeichen, das sind Kommentare, die beschreiben, welcher Parameter es ist, worum es sich handelt. Und die kann man praktisch, wenn das zum Beispiel dieses Display Color hier, was ich hier habe, das kann man invertieren. Jetzt ist es ja weiß mit schwarzer Schrift, man kann das invertieren. Das machen wir für unseren Anwendungsfall mal einmal. So, man nimmt einfach dieses Ausklammerung oder dieses Kommentierung daraus und wir können noch einen weiteren Parameter. Hier sind zum Beispiel verschiedene Schriftarten drin und wenn ich sage, ja gut, ich möchte jetzt eine neue Schriftart haben, nehme jetzt meinetwegen den hier und nehme den weg. So, jetzt machen wir, um das zu speichern, einmal Steuerung S. Jetzt hat er die geschrieben. Und dann nochmal Steuerung X für Exit. So, jetzt sind wir raus. Und jetzt, um das zu sehen, muss man das natürlich aktualisieren. Das steht hier. Dann müssen wir das Ganze in den Ticker einmal neu starten. Dafür schreiben wir diese Command sudo system control restart btc ticker. So. Dauert jetzt einen Moment. Jetzt ist der BTC-Ticker bei mir ausgegangen. Das kann ich gleich nochmal im Video zeigen. Und ja, er startet jetzt neu und dann sollten wir das neue Display sehen. Ich zeige das gleich. Ja, ich hoffe, dass ich damit einigermaßen verständlich die Grundlagen zum BTC-Ticker rüberbringen konnte. Falls ihr noch Fragen habt, kommt ruhig in die Telegram-Gruppe. Der Holger arbeitet auch schon an einem neuen, größeren Display mit 7,5 Inch. Ihr findet die Telegram-Gruppe unter t.me/BTC-Ticker. Sie ist noch recht überschaubar mit 17 Members, aber deswegen stellt Fragen, die werden euch da beantwortet. Ja. Ansonsten im Anschluss lasse ich noch einen kleinen Spendenmöglichkeit da. Falls ihr Lust habt, ein paar Satoshis zu spenden, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.